Ich rufe auf Frage 604. Fragesteller ist der Kollege Schalauske. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, trifft es zu, dass Ministerpräsident Volker Bouffier anlässlich des 150. Gründungstags der Gießener Burschenschaft Germania den Festvortrag gehalten hat, obwohl diese schlagende Verbindung unter anderem durch die Mitgliedschaft des ehemaligen Bundesvorsitzenden der Republikaner und alten Herren Rolf Schlierer und die langjährige Zusammenarbeit mit der extrem rechten Burschenschaft wie der Dresdensia Rugia Gießen mehrfach öffentliche Kritik erfahren hatte? Staatsminister Wintermeyer. Ja, sehr geehrter Herr Abgeordneter Schalauske, da die Gießener Burschenschaft Germania im Jahre 1851 gegründet wurde, gehe ich davon aus, dass Sie die Feier nicht zum 150., sondern zum 170. Gründungstag meinen. Und nun zu Ihrer eigentlichen Frage, die kann ich Ihnen sehr kurz beantworten. Nein, das trifft nicht zu. Nächste Zusatzfrage oder erste Zusatzfrage stellt der Kollege Dr. Grobe. Ja, ich frage die Landesregierung, trifft es zu, dass die Burschenschaften seit 1815 viel für die Demokratie und Freiheit Deutschlands getan haben? Erinnert sei nur an die Burschenschafter Franz Andiekes, Rudolf Breitscheid, Viktor Adler, Robert Blum, Johannes von Miquel, Heinrich von Gagern, Gustav Stresemann, Wilhelm Liebknecht oder Eberhard Liebken und Walter Wallmann. Vielen Dank. Staatsminister Wintermeyer. Ich darf die Frage wie folgt beantworten. Viele Menschen haben sich für Demokratie und Freiheit in der Bundesrepublik eingesetzt, egal wo sie organisiert gewesen sind. Und es gab auch eine ganze Menschen, die sich gegen die Demokratie und gegen die Freiheit eingesetzt haben, egal wo sie organisiert gewesen sind. Deswegen ist die Zusammenfassung, die Sie eben gerade dargestellt haben, etwas schwierig zu beantworten. Es gab solche und solche. Sie wissen, dass wir haben vorhin über die Paulskirche durch Herrn Naas gefragt bekommen. Dort war ein Drittel der Abgeordneten Burschenschaftler gewesen. Das muss man wissen. Aber es gab genauso auch Burschenschaftler. Und es sind ja auch einige hier eben gerade zitiert worden in der Frage von Herrn Abgeordneten Schalauske. Den würde ich absprechen, dass sie sich für Demokratie und Freiheit einsetzen. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Gibt es Zusatzfragen? Herr Dr. Grobe und dann Herr Schalauske. Herr Dr. Grobe. Ich frage die Landesregierung, trifft es zu, dass die Burschenschaft Germania als älteste Burschenschaft in Gießen ein wichtiger Teil der Universität ist und das soziale Leben seit 170 Jahren mitgestaltet? Herr Staatsminister. Diese Frage kann die hessische Landesregierung aus eigenem Erleben, da sie nicht an der Universität in Gießen ist, nicht beantworten. Nächste Zusatzfrage stellt Herr Schalauske. Ja, vielen Dank an den Chef der Staatskanzlei für die Beantwortung der Frage. Ich würde noch mal hinzufügen, gab es denn Planungen, dass der Ministerpräsident in diesem Jahr einen Festvortrag bei der Burschenschaft Germania halten sollte? Und sind, falls es diese gab, sind diese aus welchen Gründen denn dann aufgegeben worden? Herr Staatsminister Wintermeyer. Herr Schalauske, es gab Planungen dazu. Das musste jedoch aufgrund von Terminkollisionen des Herrn Ministerpräsidenten konnte keine Teilnahme zugesagt werden. Es wurde daher ein Vortrag von Herrn Dr. Christoph Ulrich, dem Regierungspräsidenten von Gießen, entsprechend gehalten. Und um Ihre nächste Frage gleich vorwegzunehmen in der Beantwortung, was den vermeintlichen rechten Hintergrund der Verbindung angeht, so ist zu betonen, dass die entsprechende Burschenschaft sich bereits im Jahre 2010 aus dem Dachverband der Deutschen Burschenschaft ausgetreten ist und sich dadurch von der Studentenverbindung Dresdensia Rugia Gießen deutlich distanziert hat, die dann als einzige Gießener Burschenschaft im Dachverband Deutsche Burschenschaft verblieb. Diese war in der Tat aufgrund ihrer Nähe zu rechtsextremen NPD zeitweise Beobachtungsobjekt des hessischen Verfassungsschutzes. Und ich darf Ihnen auch noch die dritte Frage, die Sie dann mir gleich stellen werden, beantworten. Im Vorfeld dieser Veranstaltung wurde natürlich eine Abfrage bei den Sicherheitsbehörden gemacht und geprüft, ob etwaige Bedenken in Bezug auf extremistische Bestrebungen bestehen. Und ich darf Ihnen dazu vortragen, dort als Zitat des LFV: Die Burschenschaft Germania Gießen ist kein Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes. Sie weist laut Landesamt für Verfassungsschutz auch keine Bezüge zu bekannten Beobachtungsobjekten des Landesamts für Verfassungsschutz im Bereich der Burschenschaften auf. Danke, Herr Staatsminister. Letzte mögliche Zusatzfrage stellt der Fragesteller selbst, Herr Schalauske.
Ne? Ja, vielen Dank an den Chef der Staatskanzlei für die schon, sag ich mal, vorangehende Beantwortung von Fragen, die ich noch gar nicht so gestellt hatte. Ich will dann aber trotzdem hinzufügend noch fragen, ob der Landesregierung bekannt ist, dass es noch im Jahr 2013 eine Presseberichterstattung über, ja, ich sag mal, extreme rechte Ausrufe im Umfeld der Burschenschaft Germania gegeben hat? Und ist der Landesregierung bekannt, dass es, auch wenn die Germania aus dem entsprechenden Dachverband ausgetreten ist, es natürlich im Burschenschaftsmilieu immer noch Kontakt-, Berührungs- und Anknüpfungspunkte gibt zwischen Burschenschaften von unterschiedlichen Dachverbänden, und ob nicht auch diese Anknüpfungspunkte problematisch sein können? Herr Staatsminister Wintermeyer. Herr Präsident, Herr Abgeordneter Schalauske, zu Ihrer ersten Frage kann ich Ihnen sagen, ich gehe davon aus, dass die Landesregierung über einen Presseartikel aus dem Jahre 2013 informiert ist, weil wir lesen alle immer den Pressespiegel. Ich könnte Ihnen jetzt aber persönlich auf Zuruf nicht sagen, ob ich ihn gelesen habe. Ich habe ihn jedenfalls nicht im Gedächtnis. Zu Ihrer zweiten Frage, die müssen Sie in den entsprechenden Gremien stellen, die über die Frage von Beobachtungen oder sonst irgendwas auch einfach informieren. Das entzieht sich der Kenntnis des Chefs der Staatskanzlei. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Ich rufe auf die Frage 605. Fragesteller ist der Abgeordnete Ismail Tippi. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, welche Kenntnisse hat sie über gesundheitliche Beeinträchtigungen durch die Genitalverstümmelung auf Mädchen und Frauen, und welche Maßnahmen ergreift sie zur Unterstützung, Prävention und zum besseren Schutz der Betroffenen? Es antwortet der Minister für Soziales und Integration, Kai Klose. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, weibliche Genitalverstümmelung ist ein massiver Eingriff in die körperliche und psychische Unversehrtheit von Mädchen und Frauen und eine schwere Menschenrechtsverletzung. Sie ist Ausdruck weltweit verbreiteter Diskriminierung und Gewalt gegen das weibliche Geschlecht. Die Landesregierung will ein noch stärkeres gesellschaftliches Bewusstsein für dieses Problem schaffen, mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken und vor allem das Umfeld der betroffenen Mädchen und Frauen erreichen, um noch aktiver Aufklärungsarbeit zu leisten. Daher unterstützt das Ministerium für Soziales und Integration seit 2018 ein vom Pro Familia Landesverband Hessen getragenes Projekt zur Verbesserung des Schutzes und der Versorgung von Frauen und Mädchen in Hessen, die von weiblicher Genitalverstümmelung betroffen oder bedroht sind. Folgende Maßnahmen wurden unter anderem im Rahmen des Projekts durchgeführt. Gesundheitspersonal wie ÄrztInnen und PsychologInnen wurden zum Thema geschult. Fachkräfte unterschiedlicher Berufsgruppen wurden fortgebildet, damit sie betroffenen Frauen und Mädchen informiert, reflektiert und verantwortungsvoll begegnen können. Eine Internetseite in verschiedenen Sprachen, in Deutsch, Englisch, Somali und Tigrinya, wurde erstellt, die einen Mehrwert im Vergleich zu bereits bestehenden Internetangeboten bietet. Sie richtet sich zum einen an Fachkräfte, zum anderen an Betroffene bzw. die jeweiligen Communities. Die Community-Seiten wurden zudem von Community-Angehörigen aus unterschiedlichen Herkunftsländern und Altersgruppen kommentiert und angereichert. Zwei landesweite Tagungen mit bundesweiter Resonanz boten die Möglichkeit, drängende Fragestellungen zu reflektieren, die Kooperation und Vernetzung relevanter Akteurinnen und Akteure zu stärken, sowie Unterstützungsangebote und präventive Maßnahmen zu verbessern. Seit 2021 wird vom Land zusätzlich ein Projekt der Organisation FIM, Frauenrecht ist Menschenrecht e.V., zur Unterstützung von Opfern weiblicher Genitalverstümmelung gefördert. Übergeordnete Projektziele und langfristig erwünschte Wirkungen dieser Projekte sind die sinkende Prävalenz von weiblichen Genitalverstümmelungen in Hessen sowie verbesserte Behandlungs- und Unterstützungsmöglichkeiten. Hessen ist außerdem Mitglied der Bund-Länder-NGO-Arbeitsgruppe zur wirksamen Bekämpfung der weiblichen Genitalverstümmelung, die vom Bundesfrauenministerium geleitet wird. Diese Arbeitsgruppe konzipiert und entwickelt Maßnahmen zur Überwindung weiblicher Genitalverstümmelung in Deutschland. Hessen hat die Initiative des Bundesfrauenministeriums in Form eines Schutzbriefs FGM unterstützt, der im Februar 2021 vorgestellt wurde. Der Schutzbrief gegen weibliche Genitalverstümmelung informiert über die Strafbarkeit in Deutschland, auch wenn die weibliche Genitalverstümmelung im Ausland vorgenommen wird. Durch diese konkreten Informationen sollen Familien davon abgehalten werden, eine Genitalverstümmelung außerhalb Deutschlands an ihren Töchtern durchführen zu lassen.
Das Land Hessen wirkt aktiv mit konkreten Projekten darauf hin, Mädchen und Frauen umfassend vor weiblicher Genitalverstümmelung zu schützen. Vielen Dank, Herr Minister. Gibt es Zusatzfragen? Das ist nicht der Fall. Dann rufe ich auf die Frage 607. Fragesteller ist der Kollege Daniel May. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, ich frage die Landesregierung, wie viele Fortbildungsveranstaltungen im Bereich Medienbildung und Digitalisierung sollen in diesem Schuljahr von der Lehrkräfteakademie angeboten werden? Vielen Dank, Herr Kollege May. Es antwortet der Kultusminister Professor Lorz. Herr Abgeordneter May, im laufenden Schuljahr 2021/22 wird die Hessische Lehrkräfteakademie 1200 Fortbildungsveranstaltungen zum Themenfeld Medienbildung und Digitalisierung anbieten. Hinzu kommen noch in mindestens gleicher Größenordnung die regionalen Fortbildungsangebote der staatlichen Schulämter und der Medienzentren sowie im beruflichen Bereich die Fortbildungen der Hessischen Landesstelle für Technologieforschung. Insgesamt stehen den hessischen Lehrkräften damit rund 50 Fortbildungsangebote pro Woche zum Thema Medienbildung und Digitalisierung zur Verfügung. Im Fortbildungsangebot des laufenden Schuljahres 2021/22 werden beispielsweise folgende Schwerpunkte gesetzt für Lehrkräfte, die insbesondere die Unterrichtsentwicklung betreffen. Die Qualifizierung zur Entwicklung und zum Einsatz digitaler Medien im Fachunterricht, Fortbildungen zur Gestaltung einer hybriden Lernkultur und hybrider Unterrichtsformate, also der Kombination von Präsenz- und Distanzunterricht, sowie Fortbildungen zur Förderung von Schülerinnen und Schülern, die während der Pandemie nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können bzw. konnten durch den gezielten Einsatz digitaler Lerntools. Darüber hinaus wird für Lehrerkollegien der Fokus auf die digitale Schulentwicklung gelegt, indem hybride pädagogische Tage mit dem gesamten Kollegium speziell zur Medienbildung und Digitalisierung durchgeführt werden. Zudem finden prozessbegleitende Qualifizierungen und Beratungen von Schulleitungen und Steuergruppen statt, die Schulen bei der Entwicklung und Umsetzung eines schulischen Medienbildungskonzepts unterstützen. Danke, Herr Minister. Gibt es Zusatzfragen? Der Kollege May. Ja, vielen Dank, Herr Minister. Mich würde interessieren, wie viele Lehrkräfte haben seit Beginn der Corona-Pandemie an Fortbildung im Bereich Medienbildung und Digitalisierung teilgenommen? Herr Staatsminister Professor Lorz. Herr Abgeordneter May, seit Beginn der Pandemie, also seit März 2020, haben mehr als 40.000 hessische Lehrkräfte an akkreditierten Fortbildungen im Bereich Medienbildung und Digitalisierung teilgenommen, also rund 2/3 aller hessischen Lehrkräfte. Gibt es Zusatzfragen, Herr Kollege May? Nun ist es ja so, dass die Phase, in der wir den Präsenzunterricht nicht so stark hatten, glücklicherweise nicht mehr so ist. Inwiefern plant die Landesregierung denn jetzt diese Fortbildung, jetzt wo sich der Präsenzunterricht doch wieder verstetigt, weiterzuentwickeln? Staatsminister. Herr Kollege May, ich glaube, wir sind uns alle darüber einig, dass angesichts des rasanten und tiefgreifenden Wandels, den die Digitalisierung in allen Lebensbereichen und natürlich auch in der Schul- und Arbeitswelt auslöst, für die Schulen auch nach der Corona-Pandemie weiterhin von höchster Priorität sein wird. Anfang Dezember 2021 hat deshalb ja auch die Kultusministerkonferenz im Anschluss an die Strategie Bildung in der digitalen Welt, die wir schon 2016 beschlossen hatten, jetzt weitere Empfehlungen, auch in Abstimmung mit unserer neuen ständigen wissenschaftlichen Kommission zum Lehren und Lernen in der digitalen Welt veröffentlicht. Diese Empfehlungen betreffen vor allen Dingen die Professionalisierung der Lehrkräfte und enthalten vor allem zwei Schwerpunkte, nämlich zum einen die Systematisierung der Nutzung der Fortbildung durch Lehrkräfte mit dem Ziel, ihre digitalen Kompetenzen auf ein möglichst hohes Niveau zu bringen und auf diesem Niveau auch anzugleichen. Und zweitens, was mir besonders auch am Herzen liegt, die Qualifizierung der Schulleitungen zum Themenfeld Medienbildung und Digitalisierung, weil die Schulleitungen wie bei allen Prozessen der Schulentwicklungsplanung oder überhaupt bei allen Prozessen in Schule, so natürlich auch bei der Umsetzung der digitalen Transformationsprozesse in Schulen eine ganz entscheidende Rolle spielen. Das bedeutet allein, wenn ich nur diese Empfehlungen der Kultusministerkonferenz, die wir natürlich als Hessen mitverabschiedet haben, zugrunde lege, haben wir da schon weiterhin ein großes Arbeitsfeld, auf dem wir natürlich auch sehr mit Fortbildungsaktivitäten unterwegs sein werden.
Und dann will ich noch hinzufügen, dass wir auch eine hessische Spezialität haben, die es in dieser Form so noch nirgendwo anders gibt, nämlich unseren digital gestützten Distanzunterricht, der ja auch unabhängig von der konkreten pandemischen Lage stattfinden kann, an dem sich im Moment 46 unserer weiterführenden Schulen beteiligen. Und das geschieht ja durchaus auch mit der Perspektive, Unterrichtsformen zu erproben, zu entwickeln, die auch, wenn kein pandemischer Zwang zum Unterricht auf Distanz mehr besteht, gut und sinnvoll eingesetzt werden können. Das müssen wir natürlich alles noch evaluieren. Aber ich bin überzeugt, auch daraus wird sich noch ganz viel Stoff ergeben, den wir dann auch in weiteren Fortbildungsaktivitäten aufarbeiten werden. Vielen Dank, Herr Minister. Gibt es Zusatzfragen? Kollege Degen. Ja, besten Dank, Herr Präsident. Herr Kultusminister, welche Bedarfsanalyse liegt denn diesem umfangreichen Fortbildungsangebot zugrunde? Denn gestatten Sie mir die Bemerkung, das wirkt ja fast so, als hätten hessische Lehrkräfte bisher keine Kompetenzen in diesen Bereichen. Herr Minister. Lieber Herr Kollege Degen, wir könnten jetzt natürlich auch noch in die Jahre vor der Pandemie zurückgehen und ich könnte Ihnen ganz viel auch darüber erzählen, was wir auch schon davor in Sachen Digitalisierung unternommen haben. Aber natürlich hat das eine ganz andere Bedeutung durch die Pandemie gewonnen. In dem Moment, wo wir auf den Distanzunterricht übergehen mussten und den ja auch weiterhin jedenfalls als Option jetzt berücksichtigen müssen, sind natürlich auch die Anforderungen, die in die digitalen Kompetenzen unserer Lehrkräfte gestellt werden, ganz andere. Außerdem entwickelt sich ja die Technik, entwickeln sich auch die Applikationen, entwickeln sich die Formate, die zur Verfügung gestellt werden, laufend weiter. Und insofern ergibt sich ein Großteil des Fortbildungsbedarfs natürlich ganz einfach aus der Notwendigkeit, dass unsere Lehrkräfte immer auf dem neuesten Stand bleiben müssen und mit der Entwicklung der Technik und mit den Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet, Schritt halten müssen. Vielen Dank. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann rufe ich auf die Frage 612. Fragesteller ist der Abgeordnete Alexander Bauer. Ich frage die Landesregierung, welchen hessischen Kommunen wurde zur Ergänzung des Partizipationsmodells der Ausländerbeiräte Integrationskommission eingerichtet? Staatsminister Beuth. Herr Präsident, Herr Abgeordneter, meine Damen und Herren, mit der Novelle der Hessischen Gemeindeordnung vom 7. Mai 2020 wurde unter anderem die institutionalisierte Beteiligung der ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner an der lokalen Politik weiterentwickelt. Zu Beginn der neuen Kommunalwahlperiode am 1. April waren demnach 173 Gemeinden verpflichtet, eine institutionalisierte Form der Beteiligung an der Gemeindepolitik entweder mit dem Modell Ausländerbeirat oder dem neu eingeführten Modell Integrationskommission sicherzustellen. Erstmals erfolgten die Ausländerbeiratswahlen zudem zusammen mit den Wahlen der Kommunalparlamente und der Ortsbeiräte am 14. März 2021. In 87 Gemeinden fanden Ausländerbeiratswahlen statt, eine davon auf freiwilliger Basis. In 87, also genauso viel Gemeinden, wurde das Modell der Integrationskommission verankert. Mit Stand 24. November 2021, ich sage Ihnen auch gleich zu, dass wir die Abfrage erneuern werden, jetzt am Ende des Monats Januar ist das, glaube ich, gestartet worden. Also mit Stand vom 24. November 2021 haben 44 Städte und Gemeinden eine Integrationskommission eingerichtet. In 43 Kommunen steht die Bildung dieser Kommission noch aus. Ergänzend haben einige Gemeinden, die eine Bildung der Integrationskommission noch nicht vorgenommen haben, darauf hingewiesen, dass sich die Beschlussvorlage bereits im Gremienlauf befinde und eine Umsetzung noch dieses Jahr oder Anfang, also im letzten Jahr oder noch Anfang dieses Jahres vorgesehen sei. Einige Gemeinden stehen allerdings wegen fehlenden Interesses ausländischer Einwohner immer noch am Anfang des Prozesses. Gibt es Zusatzfragen? Ja, Frau Kollegin Gnadl. Herr Minister, können Sie sagen, in wie vielen der Städte und Gemeinden, die jetzt Integrationskommissionen gegründet haben oder gründen wollen, in wie vielen vorher institutionalisierte Ausländerbeiräte vorhanden waren? Herr Minister.
Das kann ich jetzt aus dem Stand nicht, Frau Kollegin. Das liegt daran, dass ich natürlich über die Veränderung der Zahlen der Ausländer in den Städten und der ausländischen Einwohner in den Städten und Gemeinden da Veränderungen seit 2015 ergeben haben. Das müssten wir noch mal ausrechnen und nachliefern. Also das würden wir dann noch mal prüfen. Vielen Dank, Herr Minister. Nächste Zusatzfrage stellt der Abgeordnete Alexander Bauer. Herr Minister, bei Kommissionen dieser Art können ja nicht nur Mitbürgerinnen und Mitbürger ausländischer Wurzel mitarbeiten, sondern auch Mitbürger oder sachkundige Personen, die an der Integrationsarbeit insgesamt interessiert sind. Das ist doch eine Erleichterung und eine mögliche breitere Beteiligung für Menschen, die den Partizipationsprozess vor Ort unterstützen wollen, sodass die Gemeinden eine bessere Möglichkeit haben, interessierte Personen für eine solche Arbeit zu gewinnen. Herr Staatsminister Beuth. Herr Abgeordneter, das ist der Grund, warum der Hessische Landtag in der Hessischen Gemeindeordnung genau diese Integrationskommission verankert hat, weil einmal sichergestellt werden sollte, dass in allen Städten und Gemeinden, in denen die Anzahl der gemeldeten ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner über 1.000 ist, dass dort überall eine entsprechende Leistung stattfindet, entweder über die Ausländerbeiräte oder über die Integrationskommission. Natürlich ist es so, dass bei der Integrationskommission eben auch noch weitere kommunale Persönlichkeiten sich an der Frage der Integrationsarbeit beteiligen können in einer solchen Kommission. Herr Minister, gibt es Zusatzfragen? Bitte, Kollege. Ja, direkt daran anschließend, wie ist denn die prozentuale Verteilung der Beteiligten in der Integrationskommission? Herr Staatsminister. Da müssten Sie die Frage noch mal präzisieren. Das habe ich nicht verstanden, was Sie wissen wollen. Wollen Sie noch mal? Jetzt. Herr Staatsminister, um das zu konkretisieren, wie hoch ist der Anteil ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger, der Anteil kommunaler, Sie haben ja gerade selber gesagt, kommunale Mandatsträger und anderer Personen, die dort in den Integrationskommissionen dann mitmachen? Vielen Dank, Herr Kollege Krüger, Herr Staatsminister. Herr Abgeordneter, ich habe die Frage jetzt so verstanden, wie viele tatsächlich sozusagen in den gebildeten Integrationskommissionen mitarbeiten und wie sich das verteilt. Diese Abfrage haben wir nicht gemacht, aber ergibt sich natürlich aus dem Paragraphen 89 der Hessischen Gemeindeordnung sozusagen schon die Zusammensetzung. Ich will mal schauen, ich fürchte, dass die Abfrage bereits gemacht ist, jetzt Ende Januar für die Städte und Gemeinden, ob wir dann im Zweifel noch nachfragen können, wie sich die tatsächliche Zusammensetzung in den Integrationskommissionen darstellt. Vielen Dank, Herr Minister. Die letzte mögliche Zusatzfrage stellt der Kollege Alex Bauer. Herr Minister, gibt es vergleichbare Kommunalverfassungen bundesweit, die ihre Kommunen bei einem Mitbewohneranteil von 1.000 Personen in ihrer Bürgerschaft dazu verpflichten, eine entsprechende Partizipationsmöglichkeit entweder in Form eines Ausländerbeirats oder eben jetzt in der neu gewählten Form der Integrationskommission verpflichten, entsprechende Gremien einzurichten. Ist Ihnen das bekannt? Herr Minister. Herr Abgeordneter, das ist mir nicht bekannt, aber ich denke, dass wir hier im Hessischen Landtag auf Basis der Hessischen Gemeindeordnung einen Weg gefunden haben, wie wir sicherstellen können, dass wir in den Gemeinden, wo wir mindestens 1.000 gemeldete ausländische Einwohnerinnen und Einwohner haben, die Frage der Integration institutionell verankert haben, entweder über die Ausländerbeiräte oder über die Integrationskommission. Das ist mit Sicherheit angesichts der Tatsache, dass an vielen Stellen die Ausländerbeiräte gar nicht zustande gekommen sind in der Vergangenheit, eine bedeutende und gute Weiterentwicklung ganz im Sinne der Integration ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger. Vielen Dank, Herr Minister. Ich rufe auf die Frage 613. Fragesteller ist der Abgeordnete Michael Reul. Ich frage die Landesregierung, welche Vorteile resultieren aus der Bündelung der Arbeitnehmerveranlagung in den Finanzämtern im ländlichen Raum? Staatsminister Boddenberg.
Abgeordneter Reul, herzlichen Dank für die Frage. Die Arbeitnehmerveranlagung der Finanzämter Frankfurt 1, 2, 4 und Frankfurt 5 in Höchst sowie Wiesbaden 1 und 2 sowie Offenbach 1 und 2 wird auf 11 Finanzämter verlagert. Alle 11 Finanzämter liegen im ländlichen Raum. Es sind Michelstadt, Dieburg, Gelnhausen, Nidda, Alsfeld, Lauterbach, Hersfeld, Rothenburg, Eschwege, Witzenhausen, Korbach-Frankenberg, Dillenburg, Wetzlar und Limburg-Weilburg. Damit wird eine der wesentlichen Zielrichtungen der Bündelung der Arbeitnehmerveranlagung klar. Die kleineren Finanzämter im ländlichen Raum werden gestärkt und dauerhaft zukunftsfest aufgestellt. Zudem bringen wir auch mit dieser Maßnahme Arbeit in die Heimat unserer Beschäftigten, was, glaube ich, eine ganze Reihe von Vorteilen braucht, die auch natürlich bedingt sind durch kürzere Wege, aber auch Vereinbarkeit Familie und Beruf. Die Bündelung der Arbeitnehmerveranlagung erfolgt mit dem notwendigen Augenmaß. So bleiben beispielsweise die Finanzämter in den großen Städten für die Bürgerinnen und Bürger weiterhin ansprechbar. Es erfolgt eine gestaffelte Umsetzung. Am 1. Dezember 2021 hat die Umsetzung mit der Verlagerung vom Finanzamt Wiesbaden I nach Limburg-Weilburg und vom Finanzamt Offenbach I nach Gelnhausen begonnen. Die Arbeitsweise im Veranlagungsbereich ist zunehmend durch eine papierlose Bearbeitung geprägt, was insbesondere mit einer gegenwärtig und zukünftig zu erwartenden weiteren Zunahme der elektronisch eingehenden Steuererklärungen einhergeht. Selbst die in Papierform abgegebenen Steuererklärungen werden eingescannt und sind somit der elektronischen Bearbeitung zugänglich. Durch die Digitalisierung ist es damit möglich, ortsungebundener zu arbeiten. Und diesen Vorteil nutzt die hessische Steuerverwaltung selbstverständlich auch. Kleinere Finanzämter im ländlichen Raum werden durch die Arbeitsverlagerung aufgewertet. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt und so zukunftssicher aufgestellt. Zudem gestaltet sich die Nachwuchsgewinnung in den Ballungsräumen zunehmend schwieriger, gerade im mittleren Dienst, welcher den Großteil der im Arbeitnehmerbereich eingesetzten Beschäftigten stellt. Mit der Verlagerung der Arbeitnehmerveranlagung schafft die hessische Steuerverwaltung einen weiteren Anreiz für Nachwuchskräfte, heimatnah bei einem attraktiven Arbeitgeber mit perspektivischen Aufstiegsmöglichkeiten zu arbeiten. Dem bevorstehenden Generationswechsel kann damit in den kleineren Finanzämtern schon jetzt wirksam begegnet und die Folgen des demografischen Wandels aufgefangen werden. Vielen Dank, Herr Minister. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann rufe ich auf die Frage 614. Fragesteller ist der Kollege Degen. Ja, ich frage die Landesregierung, was hat sie unternommen, um den durch die Rückkehr zur G9 erhöhten Einstellungsbedarf an Gymnasien zu decken? Herr Staatsminister, Professor Lorz. Herr Abgeordneter Degen, seit dem Schuljahr 2013-14 können Gymnasien wieder zum neunjährigen Bildungsgang zurückkehren. Ein Großteil der Schulen, die jetzt wieder G9 anbieten, kehrte in den ersten beiden Jahren nach Einführung dieser Möglichkeit zurück zum neunjährigen Gymnasium. Durch diese Umstellung erfolgt ein Mehrbedarf jedoch in der Regel erst nach 8 Jahren, da es zu diesem Zeitpunkt wieder 9 Jahrgänge zu beschulen sind. Beispielsweise sind bei den Schulen, die bereits im Schuljahr 2013-14 die Umstellung vollzogen haben, und das war ja sozusagen der erste Jahrgang, die zusätzlichen Bedarfe jetzt erst im vergangenen oder in diesem Schuljahr entstanden und die konnten auch durch Neueinstellungen gedeckt werden. Zudem vollzieht sich der Wechsel von G8 auf G9 an den Schulen über mehrere Schuljahre verteilt, sodass sich auch die Zusatzbedarfe über mehrere Jahre strecken. Daher sind, um den erhöhten Einstellungsbedarf an den Schulen zu decken, die zu G9 zurückgekehrt sind, und da der Bedarf erst in den nächsten Jahren zum Tragen kommt, keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Das liegt daran, dass das Angebot an ausgebildeten Gymnasiallehrkräften nach wie vor ausreichend hoch ist und das bei einer gleichzeitig sehr guten Stellenabdeckung, die wir selbstverständlich auch weiterhin gewährleisten werden. Mit Stand 26. Januar 2022 lagen im Ranglisteneinstellungsverfahren für Gymnasien 1.625 Bewerbungen von Lehrkräften mit gymnasialem Lehramt vor. Vielen Dank, Herr Minister. Gibt es Zusatzfragen? Herr Kollege Degen. Ja, vielen Dank, Herr Minister, für doch diese optimistische Darstellung. Deswegen möchte ich noch mal nachfragen,
Sie hatten auf meine Anfrage 2360 aus 19 mir mal erklärt, dass eben im aktuell laufenden Schuljahr der Einstellungsbedarf an Gymnasien bei 377,7 liegen würde, somit über 300 über dem Bedarf vom vorherigen Jahr und im folgenden Schuljahr auch nochmal bei 325,1, also deutlich über dem sonstigen Schnitt. Sind diese Zahlen noch aktuell und hat sich dieser doch immense Einstellungsbedarf auch so abgezeichnet, wie er damals prognostiziert wurde? Herr Staatsminister Professor Lorz. Also Herr Kollege Degen, zu diesen konkreten Zahlen kann ich Ihnen jetzt natürlich aus der Hand nichts sagen. Das müssten wir noch einmal überprüfen. Aber es geht ja um die generelle Einstellungssituation. Und ich habe Ihnen die Zahl genannt, derjenigen, die noch auf der Rangliste stehen, um einfach zu zeigen, dass wir nach wie vor ein ausreichendes Angebot an Lehrkräften mit gymnasialem Lehramt haben und dass auch unsere voraussichtlichen Bedarfsberechnungen nicht darauf hindeuten, dass da in irgendeiner Form eine Mangelsituation entsteht. Nicht generell. Wir haben natürlich eine Mangelsituation in bestimmten Fächern. Die ist aber auch unabhängig von der Frage G8, G9, dass wir uns mehr Physiklehrer, mehr Informatiklehrer, auch vielleicht mehr Kunst- und Chemielehrer wünschen würden. Das ist ein Zustand, den wir schon seit Jahren haben. Ja, das liegt ja nicht daran, dass wir die Ausbildungsplätze nicht zur Verfügung stellen würden. Es liegt daran, die Menschen dafür zu gewinnen, Frau Kollegin. Und genau deswegen, weil das auch eine Situation ist, die wir ja nicht nur in Hessen haben, sondern die ebenfalls bundesweit gegeben ist, hat die Kultusministerkonferenz gerade auf ihrer letzten Sitzung im Dezember Empfehlungen zur Stärkung des Lehramtsstudiums in den Mangelfächern verabschiedet, an denen Hessen natürlich aktiv mitgearbeitet hat. Und wo es vor allem darum geht, mit phasen- und lehramtsübergreifenden Projekten Effekte zu erzielen auf die Wahl von bestimmten Studienschwerpunkten, die die jungen Menschen dann wählen können. Und das müssen wir an den Ausbildungsstandorten umsetzen, vor allem dort, wo die Universitäten in der ersten Phase mit dem Vorbereitungsdienst als der zweiten Phase der Lehrerbildung zusammenarbeiten. Und da schließt sich im Übrigen der Kreis. Genau diesen Punkt akzentuieren wir beispielsweise mit der Novelle des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes, das sich ja gerade in der Beratung dieses Hohen Hauses befindet. Also da müssen wir in der Tat was tun. Aber wie gesagt, das hat nichts mit G8 und G9 zu tun, sondern das ist eine generelle Herausforderung, die auch unabhängig von G8 und G9 existiert. Vielen Dank, Herr Minister. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann wollen wir noch eine Frage aufrufen. Und das ist die Frage 620. Fragesteller ist der Abgeordnete Vohl. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, wie ist der Stand der Umsetzung einer Darstellung der wichtigsten Daten des Haushaltsplanes in Form eines interaktiven Haushaltes mit aussagefähigen Grafiken für jeden zugänglich auf der Homepage des Hessischen Finanzministeriums zu schaffen. Staatsminister Boddenberg. Bei dem interaktiven Haushalt handelt es sich um ein Projekt, das im aktuellen Koalitionsvertrag vereinbart worden ist. Das Finanzministerium hat mit den Vorarbeiten zur Umsetzung des Projekts bereits im Jahr 2019 begonnen. Beginnend durch den Ausbau der Coronavirus-Pandemie mussten allerdings die weiteren Planungs- und Umsetzungsarbeiten zurückgestellt werden. Die vorhandenen Personalkapazitäten waren vollständig durch die vordringlichen Arbeiten zur Bewältigung der Coronavirus-Pandemie gebunden. Die hohe Corona-bedingte Arbeitsbelastung im Finanzministerium besteht derzeit weiterhin fort. Ich glaube, das können alle hier im Hause an unterschiedlicher Stelle regelmäßig auch aus eigener Anschauung beobachten. Die Bürgerinnen und Bürger haben aber unabhängig davon bereits jetzt die Möglichkeit, Informationen zum Haushalt auf der Seite des Finanzministeriums abzurufen, wie beispielsweise Haushaltspläne, Finanzplanung, Geschäftsberichte, Haushaltsrechnung, Finanzhilfebericht und Stabilitätsbericht. Vielen Dank, Herr Minister. Gibt es Zusatzfragen? Das ist, Herr Kollege Vohl, nein, alles klar. Dann gibt es keine weiteren Zusatzfragen. So schade es ist, schließen wir dann jetzt die Fragestunde.